Da ist andere nach da hinten. Schützenhalle und Elenhain. So. Perfekt. Dann hallo, Ritter. Wer seid ihr? Ein Bote des Ordens. Ich muss Rohan sprechen. Rasch. Das ist leider unmöglich. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Vor einigen Tagen drangen wir bis an diesen Ort vor. Fast schien es, als würden sich Brannigans Truppen vor uns verstecken. Die wenigen Male, die wir auf sie trafen, ließen sie uns unbehelligt. Wo ist Rohan? Als wir den Pass erreichten, griffen sie uns plötzlich mit aller Wucht an. Wir wurden von Rohan getrennt und mussten uns hierher zurückziehen. Wir glauben, dass er weiter nach Osten vorgestoßen ist. Dann ist er noch am Leben. Ja, davon gehen wir aus. Die Horden der Schwarzen Faust können kaum etwas gegen einen Zirkelmagier ausrichten. Aber ihr solltet mit unserem Anführer sprechen, Meister Swanson. Wo finde ich Meister Swanson? Im Dorf nördlich von hier. Dort haben wir uns verschanzt. Jo, dann machen wir das mal. Also das hier ist kein Utra, das ist ein Ordensmitglied, also vom Orden des Erwachens. Ja, Ordensritter, genau. Hab zuerst auf den ersten Blick voll durch die Farbe gemeint, dass es Hauptmann Einar wäre. Aber er war es nicht. Ja, hier ist ein Dorf. Und da ist noch Flagondorson. Gucken wir mal, was die Leute hier zu sagen haben, bevor wir weiterziehen. Da oben zum Seenstein. Also erstmal du. Welch hoher Besuch in meinem bescheidenen Hause. Seid herzlich willkommen. Das klingt schon mal sehr komisch. Was ist euer Geschäft hier? Näherin bin ich, Seidenstickerin, um genau zu sein. Wenn auch solche Art Kunst in diesen rauen Landen kaum gewürdigt wird. Hier in Sky dreht sich alles nur ums Überleben und Kämpfen. Aber die Leute haben ein gutes Herz und nirgends werdet ihr ehrlichere und anständigere Menschen finden. Okay. Die hat nicht viel zu sagen. Was ist mit dir? Grüße. Also nochmal nachfragen, sich ist sicher? Ah, ihr müsst der Runenkrieger des Ordens sein. Man redet viel von euch. Schätze, wir alle schulden euch großen Dank. Was kann ich für euch tun? Lebt ihr schon lange hier? Solange ich denken kann. Und hier werde ich auch bleiben, bis ans Ende meiner Tage. Nachdem der Spinnenmeister meine Tochter geholt hat, steht mir sowieso nach nichts mehr der Sinn. Da ist dieser Ort so gut wie jeder andere. Eure Tochter wurde entführt? Ja, von dieser verfluchten Kreatur, diesem Spinnenmann. Viele meinen, er sei nur eine Legende. Aber seit er aus dem Pass heruntergestiegen ist, sind auch die Spötter eines Besseren belehrt worden. Er war es, der all die Jahre unserer Kinder geraubt hat. Verdammt soll er sein. Wenn ich noch die Kraft hätte, dann würde ich ihn seinen eigenen Bestien zum Fraß vorwerfen. Dann wäre Sarah gerecht. Okay, eine neue Quest. Meister der Spinnen. Der Spinnenmann ist mehr als eine alte Sage, so viel ist sicher. Er lebt im Wildland. Pass und hat Magmas Tochter entführt. Aber vielleicht gibt er sie wieder frei, nun wo er sich nicht mehr verstecken kann. Rechte Tochter des Schmiedes. Magmas Tochter wurde vor langer Zeit von dem Spinnenmann entführt. Magmas will Rache, aber keiner will dem sagenumwobenen Meister der Spinnen zu nahe kommen. Ja, sollten wir hinkriegen. Händler Karl Burgesson. Was hast du denn für uns? Meisterholzfäller und eine Jägergilde. Ah. Dazu sage ich jetzt mal nicht nein.
Also, das dahin. Dahin, dahin. So. Ahonirs Licht mit euch, Fremde. Wer seid ihr? Warum versteckt ihr euch hier? Mein Name ist Flan Gondarsen. Ich bin Händler aus Lianon. Ihr seht furchtbar aus. Wer hat euch so übel zugerichtet? Ich war mit einer großen Lieferung Waren auf dem Weg nach Graufurt. In Schiel wurde ich plötzlich von Banditen überfallen, doch mir gelang es zu fliehen. Was geschah mit euren Waren? Und was geschah mit euren Waren? Meine Warenkiste musste ich zurücklassen. Doch diese Banditen werden nicht viel Freude damit haben. Weshalb nicht? Weshalb nicht? Die Kiste ist mit einem raffinierten Schloss versehen. Nur wer die drei Knöpfe in der richtigen Reihenfolge dreht, vermag sie zu öffnen. Wie lautet die Reihenfolge? Wie lautet die Reihenfolge? Ihr beliebt zu scherzen. Ich bin Händler. Für eine solche Information müsst ihr mir schon etwas von vergleichbarem Gegenwert geben. Einen Malachit zum Beispiel. Okay. So einen habe ich nicht zufällig. Opal, jede Menge Nebelquarz. Ja. Flammenweh ging mit Zahlung voran, wie die Kiste geöffnet wird. Und entlockt ihm das Geheimnis. Ja. Ah! Seid gegrüßt. Was wollt ihr? Erzählt mir noch einmal von der Kiste. Die Kiste ist... Ja. Die Reihenfolge ist... Ich hätte sie euch ohnehin nicht... Ja, könnt ihr mir sonst noch etwas über die Kiste sagen? Könnt ihr mir sonst noch etwas über die Kiste sagen? Ihr beliebt zu scherzen. Ich bin... Okay. Dann fragen wir jetzt mal Meister Swanson. Was führt euch hierher? Eine Nachricht für Rohn. Meister Sartarius sendet mich mit eiligen Dokumenten und einer Warnung. Und ihr habt euch bis hierher durchgeschlagen. Kein schlechtes Stück Arbeit. Seit Tagen marschieren die Horden der Faust nach Westen. Das habe ich gemerkt. Wie bei Aonirs Licht habt ihr es geschafft, euch hier zu halten? Mit dem Herzen, mein Freund. Und dem Stahl. Zugegeben, sie haben sich bislang nicht allzu viel Mühe mit uns gemacht. Sie wissen, dass wir ihnen nicht entkommen können. Momentan sind sie mit Wichtigerem beschäftigt. Rohn. Hi. Wo ist Rohn jetzt? Irgendwo auf der anderen Seite des Passes. Wir können nur warten, bis er wieder zurückkehrt. Es ist völlig unmöglich, zu ihm durchzubrechen. Nicht völlig unmöglich. Ihr nehmt eure Aufgabe wahrhaftig ernst. Falls ihr wirklich vorhabt, gegen die Faust zu marschieren, werdet ihr unsere Hilfe brauchen. Ich nehme an, ihr benötigt eines dieser Monumente. Wenn ihr dem Weg nach Osten folgt, werdet ihr auf eines stoßen. Allerdings streifen dort Plänkler der Faust herum. Sendet einige Ritter als Ablenkung nach Osten. Das sollte mir genügend Zeit verschaffen, das Monument zu erreichen. Ei, so soll es sein. Gebt Nachricht, wenn ihr bereit seid. Dann sollt ihr eure Ablenkung erhalten. Ja, die Plänkler, die könnte ich auch ebenso gut alleine töten. Ich meine, die sind nicht gerade hohes Level. Also ich kann es wenigstens versuchen. Einen Teil von ihnen alleine auszuschalten. Das ist ein Hinterhalt! Genau. Thank you.
Das ist ein Hinterhalt! Runenkrieger, zu mir! Ja, zum Glück kann ich mich jederzeit heilen. Standhalten, Männer! So. Oh, so, und hier können wir gar nicht, weil da müssten wir da hoch. Okay. Das heißt, wir müssten eh erst hier oben das Lager aushebeln. Dann sagen wir mal, er soll mit dem Angriff beginnen. Oder wir lesen kurz im Questlog. Ja, um die Eroberung des Landes zu Beginn ist eine Waffenkammer um nebenbei. Er sollte sie möglichst schnell errichten. Fordert die Ritter zum Angriff um das Monument. Plünderer der schwarzen Faust haben den Ostteil des Dorfes besetzt und gefährdet das Monument. Mit Hilfe der Ritter sollten sie lange genug beschäftigt sein, um das Monument in Besitz nehmen zu können. Nördlich liegt das Dorf Bergen. Im westlichen Teil befinden sich einige Ritter des Ordens. Meister Swanson ist ihr Anführer. Auniers Licht. Beginnt euren Angriff. Meine Männer werden Brannigans Plünderer angreifen und sie ab... Ja. Das Monument sichern. Hier hinten einen einsamen Holzfäller errichten. Los, Männer, zum Monument! Nun ja, wie gesagt, bevor ich das Monument einnehme, mache ich erstmal das Lager hier oben kaputt. Das sind ja nur die drei Gebäude. Die Linien müssen halten! Standhalten, Männer! Also ja, man merkt schon, wir sind um einige stärker geworden. Wir können es jetzt ziemlich gut mit ein paar Truppen vor Brannigan aufnehmen. Könnte jetzt auch viel besser seine Gebäude zerhauen. Auch wenn das vielleicht vom Spiel nicht so gedacht war. Dass wir uns hier erstmal alles frei hauen. Also auch da oben, weil ich glaube, hier oben gibt es eh nicht viel. Also außer Beeren. Ich glaube nämlich, der Hauptweg ist nachher hier lang gewesen. Aber das können wir alles gucken. Noch bevor wir das Monument einnehmen. Fischerhütte. Also eine Trollfischerhütte. Großes Haupthaus und Nahrungslager von Orks. Komm
mal auf das Gebäude ein, mal sehen, ob es schneller geht.